Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch diese Box basteln. Dies ist ganz einfach zu machen. Und was ist darin versteckt? Eine kleine Rittersport. So, ich habe dazu das Set Weihnachtswerkstatt genutzt. Dann braucht ihr ein Stück Savanne in den Maßen 16 cm x 10 cm sowie Vanille. 5,5 cm mal 4,5 cm und ebenfalls noch ein Stück Vanille 5,5 mal 1,8 cm. Einen kleinen Kreis, und zwar habe ich diesen ausgestanzt mit der Handstanze. Ein 3/8 in Vanille, ein kleines Herz und in Savanne mit dieser Stanze habe ich Savanne ausgestanzt, diesen kleinen Kreis, der ist ein Viertel. Den Wichtel habe ich schon angemalt. Wie das funktioniert, das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen. Und schon geht es los. Ihr nehmt euch das Falzbrett, legt die lange Seite hier an und jetzt müsst ihr falzen bei 5 cm, 7 cm, 12 und 14. 5 7, 12 und 14. Dann dreht ihr das Papier und falzt jetzt bei 2 cm und bei 8 cm. Das war das jetzt schon gewesen. Jetzt benutzen wir eine Schere und schneiden uns die Kanten ein. Und zwar immer bis zu dem Mittelpunkt. So, gleich geschafft. Und ich habe mir das angewöhnt, damit es schöner klebt, einfach nochmal die Ecken hier so anzuschrägen. So. Gleich auf der anderen Seite. Entschuldigung, ich sehe gerade, es ist unscharf geworden. So, jetzt falze ich das. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, wie ich die Kameraeinstellung machen muss. Moment. So, ich hoffe, der Fehler ist jetzt beseitigt. Einfach nochmal das Falzbein nehmen. Ich kann natürlich das genauso, wie ich das vor uns gemacht habe, einfach mit der Hand umknicken. Es geht aber natürlich wesentlich einfacher mit dem Falzbein. So, wenn ihr das alles habt, dann kann das Kleben eigentlich schon beginnen. Ich nehme mir die Schachtel und setze die ungefähr schon mal zusammen, wie ich sie haben möchte. So, und so möchte ich es auf alle Fälle nicht geklebt haben. Ich möchte, dass die Seite nicht zu sehen ist auf der Vorderseite und klebe diese hinten hin. Also muss ich alles so kleben und
dann einmal so. Und wichtig ist, dass die Kanten halt nach hinten zeigen. Nehmt ihr euch einen Leimstift. Ich schau noch mal, so möchte ich es kleben. Also hier ein bisschen Leim und hier ein bisschen Leim. Rechtwinklig kleben. Und die Seite auch. So, und nun noch die Außenkanten. Hier. Fast ist die Schachtel fertig. Jetzt kleben wir den Deckel einmal so, damit er am besten schließt. Am besten schon so hin tun. Und jetzt einfach Leim hier auf diese Stelle. Dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Dose immer geschlossen werden kann. So. Und das gleiche hier. Ein wenig warten. Jetzt kommt das 5,5 mal 4,5 vanillefarbene Stück hier oben drauf, damit keine hässlichen Klebestellen zu sehen sind, einfach nur Pünktchen aufsetzen. Jetzt Vanille hier aufkleben. Deckel zu und das gleiche mit diesem Stück 5,5 mal 1,8. Hier einfach aufsetzen, wieder ein paar Pünktchen setzen. Kann jetzt derweil trocknen. Das dauert ja nicht lange. Jetzt nehme ich mir die zwei Kreise und setze den savannefarbenen Kreis auf Vanille. Und damit der Wichtel ein wenig höher kommt, nehme ich mir einen Abstandshalter, setze ihn mir auf den Wichtel oben auf. Jetzt ist wichtig, dass ihr den Wichtel, den Klebepunkt hier oben hinsetzt. Obwohl, geht auch anders. In der Mitte ist es vielleicht sogar noch besser. Also in der Mitte. Zack. Und jetzt hier oben ankleben. Aber nur oben. Leim setzen, weil ansonsten geht die Box nicht mehr auf. So, ein kleines Herz, wie hier.
Ich habe mir das aus irgendeinem Set, ich glaube Mini-Leckereientüte, genommen, das Herz, und habe es mir ausgestanzt, damit es dieselben Farben hat wie der kleine Wichtel. Habe ich mir die Stampin' Blends genommen. Und hier bei dem kleinen Wichtel ist der Schatten auf dieser Seite. Aus dem Grund male ich das Herz auch so an. Hier kommt die dunkle Seite hin. Und Moment, ich muss die Tür öffnen. Meine Tochter kommt gerade. So, also bei dem Herz waren wir stehen geblieben. Jetzt nehmt ihr euch das Herz und klebt dieses einfach auf. Und damit es einen schönen Abschluss gibt, habe ich einmal Band in Savanne genommen. Jetzt messe ich nur einmal ungefähr ab. Schräge die Ecken ab. Dann diese wunderschöne Kugel. Gibt es alles in dem neuen Herbst-Winter-Katalog? Den könnt ihr gerne bei mir bestellen. Schreibt mir einfach an www.stempelhase.de. Das ist meine Internetadresse und meine E-Mail-Adresse ist stempelhase@t-online.de. Und dann könnt ihr euch dieses Stempelset bestellen. Natürlich Savanne, Vanille und auch die dazugehörigen Stanzen. Schaut einfach mal auf meine Seite, da verlinke ich auch nochmal die verwendeten Produkte. Und jetzt nehme ich jetzt erstmal das Band, schlage es mir hier um, setze mir einen Knoten. Und das Gute ist, wenn ihr das Band jetzt hier so drumherum macht, um die Seite, ihr könnt das ganz schnell abfädeln und eure Rittersport reintun. So, und wenn ihr das fester haben wollt, einfach hier noch einmal ziehen und schon ist es fertig. Und jetzt könnt ihr sehen, wenn ihr das befüllen wollt, geht das ganz schnell. Einfach Hand ab. Muss ich mal überlegen, ich hole mal schnell einen Rittersport. So, hier habe ich die Rittersport. Einmal rein, Deckel zu. Und das Band könnt ihr einfach nur noch hier drum herum fädeln. Ausrichten in die Mitte. Festzurren. Und schon ist eure Schachtel fertig. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt für das Video, wenn ihr meinen Kanal abonniert und ich werde noch eine richtig tolle Karte zeigen. Das war mein Stift. Das ist das neue Set, was es dieses Jahr gibt im Herbst-Winter-Katalog. Solltet ihr noch keine Demonstratoren haben, dann meldet euch gerne bei mir. Ich schicke euch gerne den Weihnachtskatalog oder den Herbst-Winter-Katalog zu. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. In dem Sinne, tschüssi, sagt euer Stempelhase.